Estos enables easy communication. Das ist die Maxime von Estos-Produkten. Bei Procall Enterprise ist seit jeher das Präsenzmanagement die Grundlage flexibler Arbeitsplatz- und Arbeitszeitmodelle. Für die neue Generation Procall 7 Enterprise wurden Funktionalität und Design noch einmal grundlegend überarbeitet für ein noch intuitiveres Erfassen von Erreichbarkeiten. Die Kontaktkarte als zentrales und komprimiertes Element der Kommunikation teilt sich in der neuen Version von Procall Enterprise in drei Abschnitte auf: den Präsenzbereich, den Informationsbereich und den Aktionsbereich. Beim Mouseover klappt der Tooltip mit detaillierten Informationen aus. Im Präsenzbereich der Kontaktkarte lässt sich die aktuelle Erreichbarkeit ablesen. Grün steht dabei für verfügbar, rot steht für beschäftigt, gelb für abwesend und grau für nicht angemeldet. Die neue Formgebung der Präsenzinformation als farbiger Ring mit Richtungspfeilen, dem sogenannten CAP, ermöglicht ein intuitives Erfassen der Verfügbarkeit einer Person auch bei Farbfehlsichtigkeit. Im Informationsbereich finden sich detaillierte Angaben über den aktuellen Arbeitskontext des angewählten Kontakts. Das Präsenzmanagementsystem ermöglicht mit der neuen Version die Konfiguration von direkt auswählbaren Präsenzprofilen wie Homeoffice, Urlaub, Dienstfahrt oder Pause. So lassen sich mit einem einzigen Klick ein vordefinierter Präsenzzustand, bestimmte Notizinformationen oder Rufumleitungen aktivieren. Diese Präsenzprofile können einmal eingerichtet sowohl vom Rechner als auch vom Mobilgerät aktiviert werden. Das Informationsfeld bietet die Möglichkeit, die aktuelle Arbeitssituation noch konkreter zu beschreiben. Im Aktionsbereich kann der zum Kontakt passende Kommunikationskanal gewählt werden. Dafür stehen, je nach Freigabe und Umgebung, Anruf, Videochat, Textchat, Kalendereinsicht oder E-Mail zur Verfügung. Die neu aufbereitete Oberfläche des Procall-Clients ermöglicht ein schnelles und einfaches Klären der Erreichbarkeit eines Kontakts. Das ist die ideale Informationsbasis für die Wahl des sinnvollsten Kommunikationskanals.